Hey und herzlich willkommen zu diesem Beitrag für den Neumond im Oktober 2022. Der Neumond im Oktober findet im Zeichen des Skorpions statt. Und Skorpion ist ein sehr tiefsinniges Zeichen, auch ein Zeichen, welches sich in der Tiefe verstehen, heilen, aber auch transformieren möchte und auch natürlich über diesen Neumond, der ja auch genannt wird als der dunkle Mond, den Anspruch hegt, sämtliche Schatten zu wandeln und anzuschauen und wirklich in diese Tiefen, ja, in die tiefsten Tiefen, in die tiefsten Abgründe abzutauchen, um Wandlung vollziehen zu können. Also könnte man auf einer anderen Ebene auch sagen, der Neumond, der jetzt kommt am 25. Oktober, ist somit auch eigentlich wie eine energetische Fortsetzung der Portaltage. Und vielleicht hast du das ja bei dir in deinem Leben auch selbst bemerkt, dass unglaublich viel Energie, ja auch Dynamiken im Raum sind, die dich bewegen, die dein Leben bewegen und somit auch Veränderungen, ja, herbeigeführt werden möchten in einem Rahmen, wo du mit dir eben noch nicht im Reinen bist. Und genau auch aus diesem Aspekt kommen eben auch sämtliche Themen der Schattenarbeit so direkt und auch klar auf den Punkt, gerade auch im Kontext unserer Beziehungen und Partnerschaften, weil die Themen sich unglaublich spiegeln und auch den Wunsch hegen, sich erlösen zu können und sich befreien zu können, um einfach mit dieser Essenz der wahren Liebe, ja, in Einklang zu kommen. Und wie du ja weißt, ich bin niemand, die jetzt hier sagt, oh, Liebe und Licht und Süßes, ja, das finde ich natürlich alles auch ganz wunderbar, wie jeder andere Mensch auch. Aber wie könntest du es denn in dieser Klarheit und Schönheit und vor allem auch in dieser Reinheit erleben, wenn du nicht das Abflussrohr korrekt gereinigt hast? Ja, und vielen Menschen macht dieses Abflussrohr Angst, ja, denn es stinkt und ja, es braucht eine Reinigung. Und viele Menschen glauben auch, dass diese Reinigung, also auch die Betrachtung des Schattens, etwas wäre, wovor man Angst haben könnte oder müsste, weil es nicht gut ist. Und umso mehr Licht reinkommt, wie es jeweils immer an den Portaltagen initiiert wird, umso mehr wird auch das Dunkel, der Schatten beleuchtet. Und dieses Mal ist es wirklich auf heftigste Art und Weise wirklich auch eben an diesen Sexualenergien. Und ich habe auch schon jetzt in dieses weibliche Feld der niederen weiblichen Psyche reingeschaut und einfach auch dort die Themen, die sind einfach wirklich krass und es ist auch so traurig zu sehen auf weiblicher Seite sowie auch auf männlicher Seite, wie viel Unaufgeräumtes einfach irgendwie noch brach in den Systemen liegt, weil die Menschen nicht wissen, ja, wie sie mit diesen Themen richtig umgehen sollen, geschweige denn das auch in eine Transformation zu führen oder in einen Transzend zu führen. Und stattdessen dümpeln sie irgendwie mit diesen Themen umher. Ja, sie sitzen dann irgendwie in schlechten psychischen Zuständen, in Depressionen oder sie wiederholen das gleiche Muster 1000 Millionen Mal. Ja. Und da kann ich eigentlich fast nicht zugucken. Das ist irgendwie immer so, als würde man ständig in den gleichen Baum reinlaufen. Ja, irgendwie zu doof, um zu verstehen, was eigentlich verändert werden muss. Ja, und Tatsache ist aber auch, dass es für vielerlei Menschen
gar nicht anders geht. Ja, sie haben nicht das Privileg oder sie erkennen das Privileg dieser Schattenbetrachtung beziehungsweise auch der inneren Heilung nicht und wollen oder haben nicht das Gefühl, dass sie sich transformieren müssten und nehmen es dann lieber in Kauf, sich in halbschlauen Beziehungen oder auch Zuständen vorzufinden. Was nicht schlecht ist, ja, das reicht für gewisse Menschen sicherlich auch aus, aber ja, wenn für dich mehr bestimmt ist und wenn du auch spürst, du möchtest irgendwie mehr und du möchtest nicht in diesen Unzulänglichkeiten sein oder verweilen, dann ist die Transformation unumgänglich und du wirst das auch an dem erkennen, dass du durch deine Seele die Führung bekommst und dich wandeln musst, ja, dich transformieren musst, weil einfach der äußere Druck bzw. der innere Druck dann zum äußeren Druck wird, beziehungsweise umgekehrt, und da herrscht irgendwie auch so ein Kräfteverhältnis, was sich einfach erlösen möchte, ja, und dass du eben nicht 10-mal in den gleichen Baum reinfährst, ja, also das sind so diese Themen. Und es geht natürlich jetzt auch im Zuge dieses Neumondes, und deswegen habe ich hier auch die Mondkarte rausgelegt, um dir diese mal zu zeigen. Es geht im Zuge dieses Mondes natürlich auch ganz, ganz stark um die Themen der Spiegelung, ja, in einem positiven Kontext und in einem negativen bzw. schattenbehaften Kontext auch um das, was wir projizieren, ja. Und du siehst hier die Katze, die läuft hier entlang und sie schaut hier in den Teich, der Vollmond ist grell, hell erleuchtet. Beim dunklen Mond ist das nicht so, denn wir haben da eine Mondferne, ja. Aber hier schaut die Katze in den Teich und sie sieht sich als einen Panther. Ja, und somit sind wir eigentlich schon vollständig in diesem Feld der Spiegelung, aber auch der Projektion. Sie spiegelt sich, aber das, was sie sieht, ist nicht sich selbst. Sie sieht eine Projektion, eine, wir können es sagen, positive Darstellung, aber auch in gewissermaßen auch eine nicht realistische Darstellung von ihr selbst. Und somit hat der Mond, ja, immer auf der einen Seite den positiven Aspekt der Träumerei, aber in einem zu viel der Träumerei dann natürlich auch das Verlieren in diesen Illusionen, das Verlieren auch in Fantasien sowie auch in Wunschvorstellungen, die nicht real sind. Ja? Und auch mit einem, in einem anderen Kontext natürlich die Projektionen, welche wir auch ständig tun, immer wieder tun und auch gar nicht merken, dass sie eigentlich negativ sind. Denn wann immer wir von Projektion sprechen, es ist ja nicht grundsätzlich ein positiver Begriff, aber es gibt es tatsächlich auch, gerade auch im Beziehungsverhalten, am Anfang der Beziehung, dass wir auf unserem Partner alles Mögliche, das Schönste, die rosa Brille projizieren. Und das ist hier auch ein bisschen ähnlich wie mit der Katze, ja. Und ist somit eigentlich auch, man könnte auch schon fast sagen, wenn wir jetzt wirklich bei diesen, beim tiefen psychologischen Thema bleiben, und der Mond ist natürlich eine Karte für Tiefenpsychologie, und auch schön bei C.G. Jung bleiben, ja, dass die Katze hier eigentlich ihren männlichen Gegenpart, ja, ihren Animus projiziert. Und das ist immer eigentlich auch das, was geschieht, wenn wir uns jetzt zum Beispiel verlieben, ja. Wir projizieren unseren Animus. Bei der Frau ist es der Animus und beim Mann ist es natürlich die Anima, ja, die alles kann. Und das ist ein sehr trügerisches Verhalten. Es ist nicht immer nur negativ, gell? Eben wie gesagt, es ist auch durchaus positiv.
Aber da wir nach wie vor in einem Schattenfeld sind und diese Schatten auch richtig bearbeitet werden wollen und das natürlich auch bei sehr vielen Menschen eben diesen Druck verursacht und auch äußerste Konfrontationen in den Beziehungen oder gar auch Spannungen in den Beziehungen, ja, wenn nicht sogar beim einen oder anderen auch Trennungen, weil diese Spannung verursacht durch die Spiegelung kaum mehr gehalten werden kann, ist das natürlich schon ein Thema, was nun auch angeschaut werden möchte. Und gerade auch in den sehr langjährigen Beziehungen gilt es da wirklich auch ganz genau und gut, ja, wirklich gut hinzuschauen, was ist eigentlich mein Part und wo projiziere ich etwas oder wo halte ich etwas im Spiegelbild meines Mannes, meiner Frau, meiner Partnerin, meines Partners nicht aus, was eigentlich im Grunde mein eigenes Thema ist, mein eigener Druck, mit dem ich in dieser Zeit nicht klarkomme und der eigentlich nichts anderes wünscht, als in die Erlösung und in die Befreiung zu kommen. Und aus diesem Grund habe ich heute für die heutige Session den Aal gewählt. Das ist eine Essenz, die natürlich auch ganz stark für das Unterbewusstsein spricht, auch für die negativen Aspekte, die wir schön verdrängt haben in unser Unterbewusstsein, auch verursacht aufgrund unserer Traumen und wo sich dann auch unser Ego später darauf aufgebaut hat, damit wir eben diesen Schmerz, der ja sehr häufig auch damit verbunden ist, auch die Themen der Angst, der Verlustangst, denn der Mond hat auch wirklich mit Ängsten zu tun oder auch mit Depression, mit psychischem Unwohlsein, mit Verwirrung etc., dass wir diese lösen und befreien können. Und wie gesagt, in diesen skorpionischen Gewässern vom Neumond tauchen wir einfach wirklich ganz ab in die Dunkelheit. Ja, also die Depression kann beim einen oder anderen nochmals vollständig zunehmen oder kann in den einen oder anderen verlängerten Armen auch Aspekte der Angst zusätzlich schüren, damit diese Wunden, ja, die ja sehr häufig stark verdeckt wurden aufgrund von gesellschaftlicher Prägung, Erziehung etc. und natürlich auch Unterdrückung, wie wir das alle auch gelernt haben, um uns zu schützen, dass das jetzt wirklich so hochklafft und dass es eben über depressive Zustände oder depressive Verstimmung auch spürbar wird. Und der Aal als eine Meeresessenz hat natürlich diesen Anspruch und diesen Wunsch auch, in diese tiefsten Tiefen abzutauchen, ja, in diese Abgründe, in diese Zustände, wo wir eine Gefühlsohnmacht erleben. Und ich muss da gerade auch wieder an das Thema aus dem Schattentalk mit den Männern dran denken, dass da auch Verlustangst ein großes Thema war. Ja, da war ja auch unter anderem das Thema, die Partnerin zu verlieren, ja, und oder dass die Partnerin mit jemand anderem sein könnte und dass das so einen unglaublichen Stich und einen Schlag ins Herz versetzt. Und das hat natürlich mit einer sehr tief sitzenden, alten, ja, uralten Verlustangst auch zu tun, weil jetzt im Beispiel des Mannes, da Mann, der einst ein junger Sohn war, von seiner Mutter möglicherweise auch nicht richtig in seiner Essenz gesehen und angenommen wurde. Ja, und das kann natürlich auch schon pränatal erfolgt sein, weil die Mutter vielleicht auch ein wenig egoistische Ansprüche an das Kind hatte. Das geschieht ja in der Regel sehr oft, ja. Und diese Themen wollen natürlich alle richtig aufgearbeitet werden. Beziehungsweise auch, dass die fehlende Mutterliebe, die einfach nicht in diesen Tiefen ausgereicht hat, wie du es vielleicht im Dankbarkeitsorakel der Erde gespürt hast, dass das alles eine uralte Wunde anträgert, welche nun in diesen Tagen auch nochmals angerührt werden möchte, auch gerade jetzt in diesem Beispiel bei den Männern durch weibliche Vorbildrollen, ja, welche diese Prozesse natürlich auch sehr stark anstoßen und auch mitbegleiten. Das ist ja klar. Ja, denn eine Frau, die sich da transformiert hat oder auch eine Liebespartnerin, die kann enorm solche Prozesse auslösen auf Seiten der
Männlichkeit, ja. Ich bin sehr gespannt, also ich habe ein bisschen in das weibliche Feld reingestöbert. Ich werde mir das dann auch noch ganz genau unter die Lupe nehmen. Du wirst es dann sehen im Beitrag, wenn ich ihn hochschalte und es dir dann auch anhören können, was bei der Weiblichkeit nun in die Heilung gehen möchte im Rahmen des Schattentalks. Und diese Schattenarbeit, die ist unglaublich wertvoll, auch wenn es uns auf irgendeiner Ebene ja wirklich zutiefst zuwider ist und auch wenn wir das nicht mögen. Und ich merke es ja selber auch an mir, das ist jetzt nicht einfach so etwas, was ich gerade so mit lauter Freude mache, weil es ist schon heftig auch, was dazu vorkommt. Und es triggert eben genau auch in diesen Spiegelfeldern unsere eigenen alten Wunden und eigenen alten Schmerzen, die wir ja hervorragend zur Seite geschoben haben, um das nicht fühlen zu müssen. Ja, denn diese alten Themen und Wunden fühlen zu müssen, dort sitzt ja absolut unser Schmerz. Ja, und gerade auch das Thema der Verlustangst auf Seiten der Männlichkeit, dort ist wirklich ein so unglaublicher Stachel drin, ja, der wirklich nur sanft gelöst werden kann, wenn das umliegende Gewebe ja auch einigermaßen in Resonanzheilung und in Schwingung gekommen ist. Denn dort, wo der Stachel sitzt, ja, dort ist das Epizentrum des Schmerzes, ja, von der Verlustangst, von alleingelassen zu werden, einsam zu sein, ja, niemand schaut zu mir, etc. Das sind wirklich Todesängste, das müssen wir uns bewusst sein. Und mit dem Mond und mit dem Skorpion-Neumond wird das wirklich bam, auf diesen Punkt nochmals möglicherweise angerührt, jetzt am 25. Oktober, beziehungsweise überhaupt jetzt in diesem Herbst 2022, denn du hast es gesehen, auch dass die drei Orakel mit den drei Essenzen, welche ich gemacht habe, Rosa Koralle, Zuckerwatte und Göttin Kali, gerade das Göttin Kali-Orakel, da geht es wirklich um das Eingemachte. Ja, gut, jetzt gebe ich hier den Aal rein. Der Aal, auch bekannt als ein unglaublicher Schlammfisch, der irgendwie wirklich irgendwo in diesen tiefen, tiefen Abgründen der Gewässer sitzt und dort irgendwie herumschlängelt und in einer Höhle wohnt und ja, ab und zu einige Stromstöße von sich geben kann. Er hat ja ein unglaubliches Sensorium, er sieht sehr schlecht und ich muss dir ehrlich sagen, diese Essenz, die hat es voll in sich. Ich habe die natürlich auch logischerweise wie jede Essenz auch zuerst an mir angewandt und ich muss dir sagen, also das ist schon eine heftige Essenz, denn sie hat wirklich mit diesem elenden Gefühlschaos und auch schockartige Gefühle, ja, mit dem zu tun und auch mit sehr vielen niederen Gefühlen und das alles ist etwas, was der Aal uns über die Gefühle des vollkommenen emotionalen und psychischen Unwohlseins mitteilen möchte und es hat eben auch ganz einen starken Bezug zum Thema Ekel, ja, und auch mit dem Thema Projektion, Negativprojektion. Und als ich diese Essenz angewandt hatte, also da muss man wirklich ganz sorgfältig dosieren, denn sonst ist sie einfach wirklich viel zu stark, ja. Also ich habe mich da an diesem Tag einfach zweimal übergeben, weil das hat einfach so dermaßen die Emotionen angefangen zu bewegen und das schlägt sich vor allem nieder auf dem Solarplexus-Chakra und über das Solarplexus-Chakra natürlich auf den Magen. Und dann beginnt der Magen zu kontrahieren. Und ich habe schon gewusst, schon gestern, als ich sie eingesprüht hatte, da war mir plötzlich ganz schlecht und elend. Und das Wasser im Mund, ja, hat sich so ein bisschen angefangen zu zeigen. Und ich dachte mir schon, oh mein Gott, mir ist mega schlecht. Hoffentlich muss ich mich nicht übergeben. Und bei der ersten Anwendung, da war ich dann wirklich nur noch, hatte ich nur noch die Toilette umarmt und habe einfach alles rausgedrückt, was irgendwie nicht gut war. Und das ist genau diese Aalenergie, ja. Sie presst alles aus, was in unserem Inneren an schlechten, negativen Gefühlserfahrungen, schockartige Gefühlserfahrungen, die wir eben nicht verdauen konnten, die eben wie ein Trauma noch in unserem Emotionalkörper rumhängen, das wird dann einfach so wie ausgepresst, wie ein alter Lumpen, ja, so ein alter Lumpen, mit dem du den Boden aufgenommen hast und dann wringst du den aus, ja, und da kommt hier meistens so grau trübes Wasser
Und genau diese Farbe hat ja auch der Aal. Und da wird einfach nochmals ein richtiger Detox gemacht auf allen Ebenen des Seins. Und ein wenig später merkst du dann auch, wie du in diese Spiegelungen kommst. Ja, ähnlich hier wie die Katze, wo dir im Äußeren auch nochmals gezeigt wird, welche Themen mit dir zu tun haben, was es mit deiner eigenen inneren Angst zu tun hat, wo du in Resonanz und in Schwingung kommst zu dem, was sich vor deinem Leben eigentlich präsentiert. Ja, und das ist dann eigentlich auch schon bereits ein erster Heilungsakt von diesem Aal, dass er dich eigentlich wie so befreit von dem, was dir eigentlich nicht gut, auch im Negativspiegel, um zu erkennen, was tut dir nicht gut. Ja, und natürlich auch dieses dann transformieren und loslassen zu können. Also das ist schon ganz eine besondere Essenz und das ist auch hervorragend, wenn du dich irgendwie so mit Elektroschocktherapie, mit dem irgendwie auseinandergesetzt hast oder Erfahrungen damit hattest oder dich irgendwie verbrannt hast. Da kann er natürlich schon auch sehr, sehr gute Dienste leisten. Und es ist auch so, wenn man ihn regelmäßig anwendet. Ich hatte dann das Gefühl, ich wäre so wie ein Blitzableiter und immer so in meinen Armen. Da habe ich wie gespürt, wie als würde über meine Arme ja so ein sanfter Strom fließen. Und wann immer ich irgendwie mit Menschen in Verbindung gekommen bin, die keine gute Energie hatten, dann habe ich so wie gespürt, als würden da so sanfte Stromschläge von mir ausgehen. Und das ist schon phänomenal. Also ich muss schon sagen, echt eine krasse Essenz, was ich da wieder mal zusammengebraut habe. Und ein hervorragendes Brechmittel, also was du dich mal übergeben solltest. Aal, ja. Es gibt ja Menschen, die essen sogar Aale, das würde ich ja nie tun. Aber ja, warum nicht, wenn man es braucht. Gut, jetzt aber zu den Neumondenergien. Ich möchte mal schauen, was sich da zeigt für dich. Hier kommt der König der Kelche. Wie interessant. Also, der König der Kelche, der sich hier zeigt für dich, das ist vor allem auch wirklich eine Botschaft, dich mit deinen Gefühlen zu verbinden. Und es passt natürlich präzise und hervorragend hier auch zum Mond. Denn der König der Kelche, der gehört ja auch zu den gefühlsbetonten Königen und insbesondere auch die Männer. Ja, die könnten da wirklich sehr in Gefühlsregungen kommen. Und König der Kelche und der Mond heißt eigentlich ganz eindeutig, der Mann hat psychische Probleme, der Mann hat psychische Beschwerden, Depression und so weiter. Ja, und das hat natürlich auch damit zu tun, dass diese inneren Themen, ja, wie ich sie vorhin schon angedeutet habe, mit diesen Schmerzen nicht richtig abgearbeitet werden konnten und durch den Skorpion jetzt nochmals eindeutig und klar berührt werden möchten. Ich sehe hier auch nochmals einen Aspekt von Isolation, ja, also der sitzt hier ja auch ganz alleine auf seiner kleinen Sandinsel in seinem Thron und er ist irgendwie so ein bisschen isoliert. Du hättest eigentlich, unabhängig von deinem Geschlecht, ja, ein sehr, sehr gutes Gefühl. Du bist jemand, der oder die sehr spürig ist, auch eine unglaubliche Verbindung eigentlich hätte zum Allganzen, ja, aber du lebst das heute und jetzt irgendwie noch ein wenig in einem negativen Aspekt aus. Und dieser negative Aspekt möchte von dir geheilt werden, ja, so dass du wieder die Verbindung bekommst zu allem. Und du hast vielleicht gestern auch den Beitrag gehört zu Pure Heart, heilendes Hören. Und das Einzige, was dir hilft, um wieder diese Connection, ja, zu deinem Leben, zu deiner Umwelt, zu dem, was dich bewegt, richtig tief spüren zu können, ist auch, wenn du dein Herz öffnest und dein Herz heilst. Und es darf und muss und soll dir wirklich bewusst werden, dass einzig diese Herzöffnung und diese Herzheilung und auch das Zulassen schlechter Gefühle, dass das notwendig ist, um hier wirklich in eine Transformation zu kommen. Ich spüre hier wirklich eine ganz, ganz große Einsamkeit und gleichzeitig auch Ängste. Ja, ich fühle Ängste, wenn ich diesen Mann hier anschaue. Das ist natürlich auch normal, denn Skorpionenergie, gerade auch mit dieser dunklen Energie und
auch mit der ganzen Schattenarbeit, das kann einem unglaublich Angst bereiten. Aber weißt du, die Angst ist ja bereits jetzt schon in deinem System da. Das ist ja nichts Neues. Es wird nur nochmals angerührt durch Resonanz, weil sie dich befreien möchte. Es kann ja nichts mit dir in Resonanz gehen, wenn es nicht sonst schon ein Thema in dir wäre, nicht wahr? Und ich sehe auch, dass du hier Ausschau hältst, ja, aber du bist irgendwie wie nicht so ganz bei dir. Ich glaube, da hat es irgendwo in deiner Vergangenheit auch traumatische Erfahrungen gegeben, die dich irgendwie wie ein bisschen haben erstarren lassen. Vielleicht bist du auch ein bisschen apathisch. Das könnte auch der Fall sein, dass du eine gewisse Apathie fühlst oder dich nicht ganz bei dir fühlst und du kannst irgendwie nicht so ganz eingehen auf das Äußere, was auch immer im Äußeren ist, obwohl du eigentlich eine große Sehnsucht und auch einen Wunsch nach Äußerem hegst, ja, auch in dieser Verbindung zu sein mit dem Äußeren, denn hier ist ja die Katze, hier hinten ist ein Delfin, überall ist ein bisschen Delfine, hier hinten ist ja sogar noch eine Meerjungfrau, ja, aber irgendwie, das lässt dich alles so ein bisschen komisch kalt und irgendetwas ist auch in dir wie kalt geworden. Irgendetwas ist nicht in dieser Vitalität, in dieser Freude, in der Lebensfreude, wie es vielleicht sein könnte. Und das hat auch letztendlich damit zu tun, weil hier eben die Mondthemen drücken und diese Mondthemen, diese verdrängten Themen aus der Vergangenheit, wo sich auch dein Ego immer wieder drüber schiebt, das hat jetzt einfach auch so einen Höhepunkt bei dir möglicherweise erreicht, wo du auch sagst, ich habe Angst und deswegen bin ich ein bisschen der Apathische, die Apathische, ich bin die oder der Depressive oder ich fühle mich einfach generell psychisch nicht wohl und ich weiß eigentlich auch nicht so genau, wie, wer oder was mir wirklich helfen kann, um aus diesem Zustand eigentlich hier auszutreten und in die Befreiung meiner Themen zu kommen. Ja, sogar die herzige kleine Meerjungfrau, die wäre ja hinter dir. Ja, du müsstest dir eigentlich nur mal hier den Thron verlassen und ein bisschen um dein eigenes Inselchen herumgehen und du könntest schnell und einfach wieder in eine Verbindung kommen, die dir eigentlich gut täte. Ja, aber diese Lethargie, Apathie, Passivität, welche ich hier spüre und auch wahrnehme, ist wirklich auch etwas, was dich wie so innerlich oder Aspekte von dir innerlich hat zum Einfrieren, ja, wirklich zum Einfrieren gebracht hat. Also das sind wirklich so wie bestimmte Lebensbereiche oder Lebensaspekte wie tot. Das kommt mir vor wie tote Zone, da ist wie Nacht. Ja, da herrscht Nacht. Und das ist eigentlich schon auch ein Zeichen hier auf diese Mondkräfte, auf diese depressiven Energien, wo du vielleicht nur einen Teil von dir als lebendig siehst oder lebendig erfährst, der hier eigentlich nicht in seine Ganzheit kommen kann. Verbunden auch natürlich hier mit dieser Isolation und auch somit in eine Form der Trennung, welche du erlebst. Und es ist auch egal, was du im Äußeren unternimmst, da sehe ich auch, da ist so eine Mattheit vorhanden, ja, eine Mattheit, dass du dich nicht in dieser Ganzheit, in dieser Farbigkeit und Buntheit deinem Leben dich hingeben kannst. Und das ist so eine Stimmung, die fühlt sich so an. Ja, so fühlt sich die an. Und das ist eigentlich nicht so gesund. Ja. Ja, ich möchte deswegen auch gleich hier auf diese zwei Karten zu sprechen kommen, welche ich in den letzten Orakeln auch mit dabei hatte. Die eine Karte kommt aus dem Sexualorakel, die dunkle Seite, und die andere Karte kommt aus dem Portaltagsorakel. Und zwar bist du hier. Ich hatte diese Karten zuvor nicht gesehen, gell? Diese habe ich vorbereitet, aber diese hier, die verdeckten, die habe ich nicht gesehen. Aber dieser Zustand, dieser Trübsinn, ja, welche du hier erlebst, das hat mit diesen Aspekten hier zu tun, weil du deinen Lebenssinn noch nicht kennst. Beziehungsweise ich kann hier wie wahrnehmen, die geistige Welt hat wie von oben eine Beschränkung auf dein Kronenchakra gegeben und diese Beschränkung auf dein Kronenchakra führt dazu, dass du so etwas wie schlechte psychische Zustände erfährst. Und das deswegen, weil du nicht dem Pfad deiner Seele folgst, was für dich eigentlich bestimmt wäre.
Ja, du hast hier wie die Stimme deiner Seele noch nicht ganz verstanden, auf die du hören solltest. Vielleicht war auch dein Ego in der Vergangenheit zu groß, dass du immer wieder gesagt hast, ich will es aber anders haben. Und gegen Selbstbestimmung ist ja nichts einzuwenden, gell? Aber für dich sehe ich schon auch ganz klar, es soll und es muss auch im Einklang mit dem geschehen, was deine Seele mit dir vorhat. Und wenn du in deinem Lebenssinn stehst, meine Liebe, mein Lieber, dann ist es klar, dann bist du völlig belebt, du bist im Schöpferdasein, du bist ein Schöpfer deiner Realität und du füllst das aus mit einer Farbigkeit, mit einer Lebensfreude, aber auch mit sehr, sehr viel Kreativität und auch mit einer absolut hohen Gestaltungskraft, ja, und auch mit einer super schönen Intelligenz, wie sie für dich gut ist und wie sie für dich bestimmt ist und wie sie sich durch dich auch ausdrücken möchte. Ja, das ist dann dein Lebenssinn. Und dann ist es auch logisch, dass diese Beschränkung, das kommt mir vor, wie als hättest du einen Dimmer auf deinem Kronenchakra und als hätte die geistige Welt da das Licht einmal gedimmt, damit du wirklich auf die richtige Spur kommst und verstehst und auch verstehen lernen musst, dass der Weg nicht dorthin führt, wo du dich selbst hingeführt hast, dass etwas anderes für dich kommen möchte. Und das andere hat wirklich mit so viel Kreativität zu tun, mit so viel Gestaltungskraft. Und damit meine ich nicht, dass du jetzt ein Künstler werden solltest, darum geht es in keinster Weise, sondern dass du erkennst, was ist deins, wer bist du? Denn im Türkis hier ist immer die Fragestellung, wer bin ich? Ja? Und vermutlich hast du dir selbst diese Frage noch gar nicht richtig beantwortet. Und wenn du Mann bist, vielleicht noch viel weniger. Ja? Für uns Frauen ist das grundsätzlich ein wenig eine einfachere Fragestellung, weil wir einfach aufgrund von unseren Erziehungsmustern auch erleben durften, schwach zu sein, beziehungsweise auch sorgfältiger mit uns umzugehen. Aber es ist nicht bei allen Frauen so, gell? Das muss ich auch sagen. Es gibt natürlich auch, gerade aufgrund der Emanzipierung, extrem viele Frauen, die sehr männlich sind. Ich sage jetzt nur sehr, das ist eine sehr generelle Formulierung, was ich eben genannt habe. Aber diese Türkis-Energie, welche für dich hier auch sehr wichtig ist, und du siehst, hier ist auch so wie ein Kreis, und hier ist ja auch so ein Kreis, da sehe ich, da wird wirklich der Zoom für dich eng gemacht, genauso wie du hier einsam auf deiner Insel sitzt, der Zoom wird eng gemacht, und es ist möglicherweise auch ganz eng, es ist wirklich, ich sehe wirklich wie einige Areale oder Bereiche von dir, Lebensbereiche, emotionale Zustände wie tote Zone, Lichter löschen und dass du und dein Licht nur auf das Wesentliche beschränkt werden, um dich in diesen Prozess des Erkennens, insbesondere des Erkennens, wer du bist, was du für Bedürfnisse hast, was dir Freude macht, was dir gefällt und darüber hinaus in die Erkenntnis deines persönlichen Lebenssinns zu kommen. Ja, und du siehst, hier ist auch das Türkis drin und auch enorm viel Violett. Und Violett gehört zum Kronenchakra. Also das heißt auch ganz eindeutig, du bist oder kommst in einen Wandel, oder bist es schon, ja, wo es darum geht, in ein vollkommen neues Bewusstsein zu kommen. Und solange du nicht in dieses neue Bewusstsein kommst, solange bleibt das Licht gedimmt. Ja, du musst lernen. Jeder muss lernen, wir alle müssen lernen und niemand muss unnötig länger als für ihn vorgesehen oder für sie vorgesehen in der psychischen Verstimmung oder in der Depression verharren. Wirklich nicht, denn ich kann dir versichern, wenn deine kreativen Kräfte zu fließen kommen, wenn du aufrichtig wirst, integer wirst mit dem, wer du bist, was dich ausmacht, was deine inneren Bedürfnisse ausmacht, dann kommt von alleine das Licht zurück, ja, und deswegen ist es auch sehr wichtig, hier liebevoll, ja, wirklich liebevoll selbstkritisch zu sein, sehr gut zu überprüfen, wo machst du es denn irgendjemandem da außen recht, aber nur nicht dir selbst,
Und dass das auf Dauer ermüdet, ist ja auch klar. Ja? Also das ist ja wenig erstaunlich. Also geht es hier in diesem Kontext ja um dich, aber nicht auf einer oberflächlichen Ebene oder gar auf einer materiellen Ebene, sondern einzig und allein in Bezug auf dein persönliches und auch spirituelles Wachstum. Denn gell, wir können nicht von einem Lebenssinn sprechen, wenn du nicht den Fokus bei dir hältst. Ja, es geht um dich, du und dein Inneres. Und wenn du nun sagst, ja, also hey, das mit dem Inneren, also ich weiß ja auch nicht. Ja, das ist wichtig, es ist relevant und du darfst dich nicht ablenken lassen von dem. Und aus diesem Grund haben wir hier oder von äußeren oberflächlichen Meinungen, prüfe da auch sehr gut, mit welchen Menschen du Zeit verbringst, ob die wirklich Wahrhaftiges von sich geben, ob sie wirklich schon ihrem Lebenssinn folgen oder ob sie einfach den ganzen Tag nur Quatsch erzählen. Ja, von dem gibt es ganz viel. Und für dich steht etwas anderes an. Und genau auch aus dem Grund hat man dich hier isoliert. Und du magst dich erinnern, irgendein Orakel, da war das Thema, dass du isoliert wirst. Und diese Isolation in Form der Depression, ja, das ist auch eine Form der Isolation, wo du mehr bei dir bist und nicht so im Äußeren, ist für das da, dass du dich erkennst. Du musst erkennen, wer du bist. Und wenn du dich erkannt hast, wenn du bei dir bist, bleibst, deine Themen exakt hier unter die Lupe nimmst und heilst, dann kannst du hier dann den Kelch heben und dann für dich einstehen und sagen, jawohl, ich habe meine Lernaufgabe verstanden. Vielen herzlichen Dank. Ich werde hier wieder in die Gesellschaft entlassen. Ja? Also es ist nichts, was man dich hier unnötig oder falscherweise quälen möchte, sondern für dich steht einfach etwas anderes an. Und möglicherweise ist es nicht das, was du im Äußeren tust. Also da hat auch dieser Aspekt von Berufung, ja, einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Und also wirklich Berufung, das, was du von Herzen gerne machst, ja, wo dein Herz anfängt zu singen, wo du dich total freudiger Begeisterung dich hingeben kannst. Ja? Und das ist im Grunde nichts Kompliziertes. Diese Frage musst du nicht durch Äußeres beantworten lassen, sondern du musst nur in dich hineinhorchen, in dich hineinfühlen und schauen, was macht mir so viel Freude? Wo fühle ich Begeisterung, Leidenschaft für ein Thema? Und das hat mit deinem Lebenssinn zu tun und das möchte bei dir angekurbelt werden. Ja? Und vielleicht hast du eben auch genau, höre dir deswegen auch den Beitrag zu Pure Heart, heilendes Hören an. Vielleicht hast du auch immer so das Gefühl gehabt, weil wir haben hier den König, das ist eine männliche Energie, die gibt es natürlich auch in der Frau, dass mit deinem Kopf eine Strategie zu planen sinnvoller wäre, als auf dein Herz zu hören. Und das geht nicht mehr. Wir haben hier wirklich das Türkis und das Türkis ist das höhere Herzzentrum, ja, das sind die höheren Herzgefühle und hat auch ganz stark mit der Befreiung auch zu tun und mit der tiefen Losgelöstheit und dass du dich nicht abhängig machst von äußeren Strukturen, sondern dass du dein eigenes erschaffst und aus diesem wohlgenährt, stabil, ja, ausgefüllt dein Leben kreieren kannst. Gut, wir schauen mal weiter. Oh, du meine Güte. Ja, schau hier. Wollust. Ja. Also hier ist das vor allem auf Seiten der Männlichkeit wahrscheinlich ein Thema. Aber nicht nur, ja, und das ist ein Problem. Es geht hier um eine Beschwichtigung wiederum von den Sexualthemen und auch, ich habe es dir schon gesagt, ganz eingangs zu den Portaltagen, dass diese sexuellen Sehnsüchte, die schnell abgetragen werden wollen, über einen schnellen Kick, über die Betrachtung von irgendwelchen
Bildern, ja, im Internet oder Filmen im Internet niederer sexueller Art. Ich habe es angesprochen gehabt im Schattentalk der Männlichkeit, aber auch Fantasien, dass das in keinster Weise befriedigend ist. Ja, das ist wirklich nur schnell so, schnell, schnell und dann hat sich das erledigt. Das gibt hier keinen Aufschluss. Und es ist ganz, ganz wichtig, sorgfältig zu überprüfen, was willst du? Welche Bedürfnisse hast du? Und warum kommst du überhaupt auf diesen Pfad der Wollust, der ja dich nichts anderes als nur ablenken lässt von dem, was eigentlich dein Inneres mit dir anstellen möchte? Das hier ist nichts anderes als eine Beschwichtigung von einer inneren Unruhe, die sich nicht erfüllen kann, ja? Und auch eben deswegen nicht in glücklichen Beziehungen ist, schon gar nicht in einer erfüllten Sexualität und deswegen irgendwelche Ausflüchte suchen muss. Und wir haben hier den König der Kelche und die Wollust. Also wir können das vielleicht schon ein bisschen den Männern in die Schuhe schieben. Schieben so ganz zart, ja, aber Frauen sind natürlich auch von dem betroffen. Du wirst es dann hören im Beitrag. Ich habe schon ein wenig das weibliche Energiefeld abgehorcht, habe da ein bisschen gestöbert und dort gibt es diese Themen auch genauso. Denn diese Energien, für solche Energien braucht es ja immer zwei, ja, das sind niedere Energien. Das ist ja auch eine Position, die sich hier als Problem darstellt. Und niedere Energien ziehen sich an. Das ist ja logisch, ja. Also, das ist nichts, was dir auf Dauer das geben oder bringen wird, was dich glücklich machen wird. Ja, ganz klar. Und deswegen ist es auch wichtig, sehr gut und sehr sorgfältig jetzt auch noch im Oktober, das ist vor allem noch ein Oktoberthema, wird sich auch noch ein bisschen in den November reinziehen, je nachdem, was du für eine arme, traurige Seele bist, auch noch länger, wenn du es nicht schaffst, diese inneren Aufräumprozesse in die rechte Bahn zu lenken, dann wirst du weiterhin eine unehrenhafte Person bleiben. Eine Person, die eben nicht in ihrer Integrität findet, ja? Also, das ist ja alles andere als integer. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich hätte die Karten wirklich vorher noch anschauen sollen. Aber ich zensiere ja nichts. Also, ja, und dass man dann hier dumm reinschaut, mit dem Fernrohr glotzt, ja, das ist ja auch nicht erstaunlich. Und schon vorhin, als ich die Karte gedeutet hatte, da hinten ist so eine Meerjungfrau und irgendwie, das gibt mir ein schlechtes Gefühl, wenn ich das sehe. Da ist einfach ein Konsum, ein billiger Konsum spürbar von niederer Sexualenergie, welche missbraucht wird im Rahmen auch eines Selbstmissbrauches, welches durch das projektive Energiefeld vom Zitteraal nochmals diese dunklen Energien, ja, nach oben holt. Und diese negativen Gefühle auch im Rahmen von Projektionen nach oben holt. Ich muss ein bisschen lachen, weil ich das einerseits total absurd finde, aber einfach, weil das so weit entfernt ist von der heiligen Sexualität, geschweige denn von der tantrischen Liebe. Und wir können erst wieder über die tantrische Liebe sprechen, wenn diese niederen Energien hier aufgearbeitet sind. Vorher geht es einfach nicht. Und es geht hier auch um Themen, insbesondere auch auf weiblicher Seite, aber auch auf männlicher Seite von sehr tief sitzender Eifersucht oder auch hintergangen zu werden, auch auf Seiten der Männlichkeit natürlich, betrogen zu werden und dann einfach sich zu flüchten zum Nächstbesten, zur Nächstbesten, die einen nur da irgendwo in irgendeinem Bereich einen Stimulus geben kann. Ja, aber ganz, 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 ganz weit weg von Ehrlichkeit, ehrlicher Beziehung, ehrlicher Liebe. Aber es ist auch verständlich, gell? Wir sprechen hier wirklich von Aalenergien, von niederen Energien, von angstverbundenen Energien, von Missbrauch der dunklen Sexualenergie. Neumond im Skorpion. Skorpion ist sowieso schon ein sehr intensives Zeichen und hat auch viel mit der dunklen Sexualenergie natürlich zu tun. Und das alles möchte richtig aufgearbeitet werden. Also schau hier wirklich ganz gut rein, wo verrätst du dich? Ja?
Wo verrennst du dich und was möchte hier von dir angeschaut werden? Wo fühlst du diese tiefe Einsamkeit, die durch Geborgenheit geheilt werden möchte? Und ich sehe hier wirklich auch, dass es auch noch so ein bisschen ödipale Themen berührt, ja, insbesondere auch auf Seiten der Männlichkeit, die noch nicht geheilt sind und noch nicht richtig verarbeitet wurden und deswegen auch so ein geringes Selbstwertgefühl jetzt in diesen Tagen, in diesen Wochen nochmals angerührt und stimuliert wird, um einerseits diese Ängste zu fühlen durch diesen Mangel an Selbstwert und deswegen auch sich in diesen billigen Energien aufzuhalten, denn man kann es gar nicht anders formulieren, es ist billig, ja, und und somit einfach auch im Wissen um das immer wieder niedere Beziehungen, niedere Beziehungspartner, niedere Frauen, niedere Männer anzuziehen, um diese alten Wunden wirklich zu heilen. Und ich bin mir sicher, meine Liebe, mein Lieber, du wirst es im Spiegel angezeigt bekommen. Ja, das wird sich spiegeln. Du wirst das gespiegelt bekommen. Und gell, wenn die Katze hier in den Teich schaut und den Panther sieht, es könnte auch sein, dass es ihr Angst macht und dass hier auch ganz viele angstbehaftete Themen rundherum sind, ja, gerade auch auf Seiten der Männlichkeit, wenn der Mann da ständig ja, naja, du weißt schon, ja, ich meine, das kränkt einfach und das zeigt auch schon auf, dass beide Partner in einen höheren Selbstwert kommen müssen, denn sonst geht's einfach nicht, ja? Und da drückt der Mond, er drückt da, er sitzt da und er will das alles befreien. Gut, schauen wir mal weiter in die letzte Karte. Ja, und dann ist es auch natürlich nichts anderes als nur logisch hier mit dem Zorn, dass das auch natürlich einen unglaublichen Zorn aktiviert und das ist da, ja, das ist sehr wahrscheinlich, nicht bei allen, aber bei vielen kann das dann schon da auch den, beim einen oder anderen Fall den Deckel anheben und dann wirklich auch gewisse Beziehungen in die Trennung führen, ja, wenn es nicht mehr anders geht, das ist natürlich klar, aber das ist auch etwas, was ich dir heute auch noch mitgeben und mitteilen möchte. Ich muss ein bisschen lachen über die Absurdität dieser Themen, aber es ist leider wahr, wir müssen es ansprechen, dass du hier nicht nur, weil du diese Spannungen nicht aushältst, gerade einfach einerseits hier zur Nächstbesten, zum Nächstbesten flüchtest oder die Beziehung beendest oder was auch immer, gell? Weil es ist ein Spiegel, es ist wirklich, der Spiegel ist so grauenhaft stark, hier der Mond. Und er hat ja hier noch ein Schwert in der Hand, doppelter Art und Weise. Und Schwertenergie ist immer einfach unglaublich spiegelnd. Und wir müssen, und das müssen wir alle, wir müssen es uns erlauben, einerseits in diesen Spiegel zu schauen, zu erkennen, was das in uns für eine große Not, für einen großen Schmerz auslöst. Und dass wir durch diesen Anblick, der Anblick dieses Spiegelbildes, ja, wirklich in eine tiefe, tiefe Wundheilung und auch Wundöffnung und in die Heilung unserer Schmerzen kommen müssen. Ja, auch wenn es wirklich sehr, sehr, sehr schwer ist. Und es gibt ja wirklich ganz viele Profis hier auch in diesem Bereich, die diese Prozesse durchlaufen haben oder auch immer wieder durchlaufen, die dich hier auch begleiten können. Denn schau, hier auf der Unterseite des Kartendecks ist es auch der Verlust. Und da sehen wir eigentlich auch das Thema der Verlustangst und natürlich auch der Kränkung, welche hier natürlich auch über den Zorn dargestellt wird, um diese Themen in eine Befreiung zu führen. Verstehst du, wenn du da jetzt immer wegschaust, ja, und sagst, ich halte das nicht aus, weil der Spiegel ist einfach zu stark, es löst zu viele Schmerzen und Wunden in mir, es wird sich wiederholen und wiederholen und wiederholen, bis du es wirklich gelernt hast. Also du kannst hier nicht in eine Schmerzvermeidung kommen oder in eine Angstvermeidung kommen, weil es geht einfach nicht. Weil wie für jeden Menschen ist es bestimmt, dass wir eine heilige Sexualität erleben dürfen, aber auch eine heilende Sexualität, die uns gut tut und wo wir uns schön fühlen dürfen, wo wir uns frei zeigen können und auch uns befreien dürfen von
Ja, so niederen Trieben und niederen Beschwichtigungsprogrammen. Und glaube mir, das existiert auch auf der männlichen Seite. Es ist nicht nur so, dass das nur der Mann, den Mann betrifft, ja. Es gibt auch genauso viele Frauen, die hier sich auch irgendwie anbiedern, denn jemand stellt ja das auch zur Verfügung, um ja, sich in diesen Prozessen der Liebe, der wahren Liebe, der ja noch größeren tantrischen Liebe wirklich und wahrhaftig finden zu können. Und auf der Unterseite des Tarots haben wir hier noch den Eremiten, der sagt auch, wenn diese Prozesse so wie überkochen, ja, weil wir sehen hier ist auch sehr viel Dynamik drin mit diesen ganzen Blasen, da ist viel in Aufruhr, im Aufbruch, ja, dass es da wirklich so ein bisschen den Deckel lüpft und sagt, boah, ey, alles sprudelt über. Das ist auch gewollt. Ja, es ist gewollt, damit du dich in diese Konfrontation und auch in diese Auseinandersetzung begibst in Bezug auf deinen eigenen Wunschschmerz. Ja, und ich habe das Gefühl, dir wird es gut gelingen. Gönne dir einfach auch immer wieder Pausen in dieser Bearbeitung. Und auf der Unterseite des Decks haben wir hier noch den Stern, der als nächstes kommt. Also es wird auch eine große Befreiung sein, wenn du hier durch bist, durch diese ganzen traumatischen Energien, die hier auch im Kontext der Sexualität liegen, der Erniedrigung, der Kränkung, der Eifersucht, des Hintergangenwerdens etc. etc., damit du dich lösen und frei werden kannst für das, was eben hier dein wahrhaftiger Lebenssinn ist. Und wann immer du das Gefühl hast, meine Güte, ich brauche ein bisschen Aal, damit ich hier mich kräftig übergeben kann. Nein, natürlich nicht, aber einfach, dass da Lumpen wirklich ausgewrungen wird und du auch diese alten Schmerzen loslassen kannst, dann melde dich einfach. Und in diesem Sinne wünsche ich dir einen absolut transformativen Neumond. Genieße es und ja, geh sorgfältig mit dir um, sanft, liebevoll, rufe immer wieder die Liebe an deine Seite, damit du hier nicht zu stark in neue oder naja, wie soll ich sagen, nicht zu stark in die Retraumatisierung abrutschst. Aber gleichwohl muss es auch sein, dass hier ein wenig auf diese Wunden gedrückt wird im Rahmen dieser Retraumatisierung für eine Katharsis, dass du dich befreien und lösen kannst, ja? Denn da ist unglaublich viel Wut auch gleichwohl abgespeichert und Zorn, damit du dich lösen kannst von diesen Kränkungen der Vergangenheit und einfach frei wirst und in ein gutes Selbstwertgefühl, in ein gutes Selbstbewusstsein, in eine schöne, wunderschöne Selbstständigkeit mit dir selbst kommen kannst und Frieden schließt mit dem, was in deinem Inneren, ja, in deinem Inneren noch nicht aufgeräumt ist. In diesem Sinne, alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Tschüss!